Okay, Leute, es geht weiter. Und ich speichere erstmal. Alle sind auf Level 6. Man soll maximal Level 5 sein, um hier weiterzukommen. Und ich habe extra ein Level höher gemacht. Und ja, was soll ich dazu sagen? Magie ist das hier. Dialux. Dialux habe ich noch nie gehört. Ein Flächenangriff gegen Untote, merke ich mir. Und Schwarzmagie habt ihr ja im letzten Part alle gesehen. Ich habe mich jetzt komplett geheilt. Jetzt gehen wir einfach mal rum. Ach ja, die Kämpfe, die wir schon gesehen haben, werde ich alle rausschneiden. So. Okay, die erste Gegnergruppe, gegen die ich schon oft hier gekämpft habe. Die werden ihr jetzt zum ersten Mal und zum letzten Mal auch hier sehen. Und die Schaden, die ihr seht, und die Schaden, die machen, erbärmlich. Aber was soll man machen? Das ist die Brücke, da kommen wir jetzt noch nicht durch. Und ja, er ist langsam. Das war wieder ein Goblin-Angriff und was ist das für ein Kack? Na egal, ist ja nicht so schlimm. Altar der Erde. Okay. Dies ist der Altar der Erde. Früher konnte man noch tiefer hinein, aber seitdem die Erde anfing zu faulen, nicht mehr. Was bist du für einer? Ein bestialischer Verwesungsgeruch steigt von der Erde herauf. Wie geht? Okay, einfach mal raus. Sollte man der Unterkörper eigentlich gar nicht sehen, oder? Ah, na egal, ist ja nicht so schlimm. Wieder ein paar Goblins. Egal, ist ja nicht so schlimm. Hier gibt es noch zwei Gegnergruppen. Okay, die habe ich bisher noch nicht gesehen. Schwarze Witwe. 4 Schaden, juhu. Gut so, kleiner Schwarzmagier. Es gibt noch zwei Gegnergruppen, die Koboldwächter und Teufelsross. Ich werde einfach mal rumgehen. Warte, wie viel brauche ich noch bis zum nächsten Level ab? Okay, da werde ich noch ein bisschen hier rumkämpfen. Okay, zum Glück ist der gekommen, dann muss ich den Kampf jetzt nicht rausschneiden. Okay, wie viel kriege ich für ihn? Habe ich zu schnell weggeklickt. Okay, Level up bekommen und... da wollte ich noch nicht hin. Ich will noch einmal kurz kämpfen, weil noch einer von uns, also Sabah, muss noch ein Level abbekommen. Okay, haben jetzt alle ein Level abbekommen? Ja, gut, 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 alle haben ein Level abbekommen. Wollte ich noch nicht. Ich werde jetzt ein Item benutzen. Schlafsack habe ich ihn da gekauft. Das sieht aus wie ein Kondom oder ein Zahn oder so etwas. Okay, jetzt haben wir jetzt speichern wir mal. Okay, Level. Alle sind Level 7. Gut. Jetzt gehen wir einmal mal rein. Und alles erkunden, was hier ist. Okay, ich habe deine Idee schon, was ich gleich mache. Kannst du nicht einfach verteidigen? Nein, kannst du nicht. Okay, ich hätte diesen. Okay. Echokraut. Wieder Skelette. Naja. Lederhut. Wer kann den Lederhut tragen? Er eigentlich schon. Warte, wer hat am wenigsten Abwehr? Okay. Wie viel würde dir das geben? Ach, leck mich doch. Okay, ich mache einfach bei dir jetzt einfach mal. Nur ein Abwehr. Ach, das Video würde sehr schnell schneiden. Okay, ein Hinterhalt von Zombies. Okay, die treffen mich jetzt irgendwie nicht. So und dann so. Ich will mal Dialux einmal sehen. Was macht sie da am Gesicht? Ach so, die Bild. Dialux. Okay, ein heiliges Licht kommt von oben. Potion gefunden. Zelt gefunden. Gigas Wurm, okay, da sieht... Okay, wie viel gibt er mir? 15 Erfahrungspunkte. Sollte auch für den Schaden, den er macht.
Puh, die Skelette sind eigentlich schon stark. Magie von ihr. Vita. Ja, die anderen sind schon gut geheilt. Okay, dann muss ich später nochmal hier hin. Wieder ein verdammter Gigaswurm. Aber nein. Okay, ein Ghoul. Dieser verdammte Gigaswurm. Ich sag ja, der Mensch ohne Waffen ist viel, viel stärker mit einer Waffe. Jetzt auf einmal kommen die ganzen Zufallskämpfe, die davor nicht so waren. Okay, geschafft. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Isegrim, okay, da greifen wir einfach an. Oh, what the fuck? Ey, hört auf, meinen Schwarzmann hier anzugreifen, ihr verdammten Hunde. Okay. Magi, also Vita auf dich und du greifst dann irgendeinen Wolf davon an. Zum Glück gibt es bei GBA die Leertaste, deswegen kann ich auch die Kämpfe ganz schnell also fortschreiten lassen. 47 Erfahrungspunkte, heftig, heftig. Achso, da wartet er. Ich werde jetzt mal alles erkunden. Ich habe ja alle, oder? Da war ich. Also, ich war überall bisher, okay. Ja, ich war überall. Okay, jetzt einfach zum... Jetzt einfach mal zum Boss. Okay. Beobachten wir mal seinen Rücken und das Mädchen vor ihm. Aber egal, einfach ansprechen. Endlich ist meine Zeit gekommen. Wenn dem König etwas an dem Leben der Prinzessin liegt, wird er mir Cornelia mit all seinen Reichtümern überlassen müssen. Galant! Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ah, ich verstehe, ihr seid Handlanger des Königs. Ich hoffe, ihr wisst, mit wem ihr auch zu liegen denkt. Aber genug der langweiligen Worte. Mein Schwert soll an meiner Stadt reden, sprechen. Bossfight! Galant. Angriff, du heilst ihn und du machst Blitz auf ihn. 35, Blitz. 44, okay. 58. Du willst mich doch verarschen mit den Schaden, oder habe ich gerade ein bisschen overlevelt? Eigentlich nicht. Angriff, 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 Angriff. 97. Okay, der Kampf war zu schnell. Okay, jetzt haben wir sie. Aber bisher haben sie nicht mal einmal mit denen geredet. Also die Charaktere da reden gar nicht. Nur die NPCs. Was ist noch passiert? Seid ihr meine treuen Ritter? Ich bin Cella, Prinzessin von Cornelia. Bitte begleitet mich bis zum Schloss. Mein Vater wird euch bedanken und sich erkenntlich zeigen. Okay. Yay. Nie habe ich an euren Mut und an euren Tatkraft gezweifelt. Ich und mein gesamtes Volk sind euch zu Dank verpflichtet. Nun besteht kein Zweifel mehr, dass ihr die Kämpfer des Lichts aus Lucans Prophezeiung seid. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von lichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder anfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Auf dem nördlichen Kontinent gibt es einen Kristall, dessen Glanz erloschen ist. So sagt man. Stellt den Glanz des Kristalls wieder her. Es ist die einzige Möglichkeit, das Böse auf ewig zu verbannen. Wie versprochen ist der Bau der neuen Brücke bereits angeordnet. Geht nun und erfüllt diese Welt mit Licht. Meine tapferen Kämpfer. Das hat echt gefehlt. Aber echt, der König ist echt, wie soll ich sagen, naiv. Wartet! Och, jetzt ist der behinderte Strich da oben. Okay, der ist wieder weg. Diese Laute ist seit Generationen im Besitz der königlichen Familie. Galant hat sie bei meiner Entführung entwendet. Sie soll euch gehören. Laute halten! Epische Musik. Okay, Laute, Items.
wertvolles, ein Instrument, dessen Saiten einen himmlischen Klang erzeugen. Speichern wir mal. Okay. Ja, der König denkt wirklich, na gut, ihr habt Garland besiegt, deswegen seid ihr die Krieger des Lichts. Na gut, akzeptieren wir das einfach mal. Ich glaube, jetzt gibt es im Schloss nichts. Okay. Männern, befehlen seiner Majestät, dem König. Die Prophezeiung Lukans hat sich erfüllt. Sputet euch! Dun, dun, dun. Ey, solche Bauarbeiter brauchen wir auch in Deutschland. Schneller, schneller, schneller! Aber echt, solche Bauarbeiter brauchen wir echt. Ja, die Brücke ist fertig. Was hat eigentlich der Bau der Brücke mit der Prophezeiung zu tun? Gute Frage. Sie sind hier in Cornelia, die vier Kämpfer des Lichts, und ihr Weg führt sie nach Norden. Okay. Bis hier bin ich noch nicht gegangen. Okay, da gibt's ja auch nichts. Naja, wir haben dann alles, was wir brauchen. Ich gehe mal in den Laden, mal jetzt kurz gucken, was ich da noch kaufen kann. Okay. Dun, 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 dun. Okay, jetzt mal zur Brücke. Wieder ein Level up. Okay. Der Gesinn ist jetzt beginnt erst die Reise. Und so beginnt die Reise der vier Gefährten, die als Kämpfer des Lichts aufbrechen, um das Unheil abzuwenden. Aber wieso ist das so langsam? Von der Schwere ihrer Bürde beinahe erdrückt. Nicht einmal wissend, welche Bedeutung tatsächlich hinter ihren Kristallen steckt, schreiten sie dennoch zielstrebig und unerschrocken voran. Aber wieso ist dieser Text so langsam? Ein helles und strahlendes Licht soll vor langer Zeit von den Kristallen ausgegangen sein. Möge dieses Licht wieder erscheinen und das Dunkel vertreiben, das diese Welt umgibt. Wenn du willst, dass ich das, wenn du willst, dass ich die Dunkelheit vertreibe, mach mal schneller den Text hier. Spute dich! Ja, spute dich! Bist jetzt fertig? Hoffe ich jetzt mal. Und jetzt soll nicht der Titelbildschirm kommen, ich wusste es doch. Final Fantasy 1. Danke, dass du mir gesagt hast, dass dieses Spiel Final Fantasy 1 ist. Aber es geht im nächsten Part weiter. Tschüss.